Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind im Akt 8 Endboss Tempel, Temple of Lagoon, den Tempeltiefen. Und finden den Weg einfach nicht. Ja, und hab folgendes Inventar schon. Ja, und haben auch irgendwas dieser einen schweren Gegner. Eventuell, wenn wir noch ein Waypoint haben, müssen wir kurz zurück, um alles abzuladen. Die Gebiete sind groß, verwirrend, vielen Gegner mit vielen Drops und deshalb haben wir jetzt gerade momentan volles Inventar. Aber ein schöner Tempel, nur eben viel zu verwirrend. Man hat keine Ideen, wo man hin muss. Ja, überall nur Sackgassen, ist es genauso nervig wie bei Diablo 3. Viele Gebiete sind halt einfach ein bisschen zu verwirrend aufgebaut. Macht nicht so viel Spaß, wenn man nicht so zu Ergebnissen kommt. Aber sonst eigentlich eben, Gebiet ist toll, Gegner sind toll. Also, dass wir letztes Mal so gestorben sind, das erste Mal mit diesem Charakter. Und das, weil ja die Gegner viel zu overpowered sind, diese hier. Im Nahkampf, nur im Nahkampf. Aber ich konnte dem einen gar nicht so ausweichen. Wollte es jetzt eigentlich auch nicht so tun, weil ich dachte, ja, ich halte ja alles gut aus von ihm. Nein. Der macht irgendwie 3-4 Mal so viel Schaden im Nahkampf. Okay, und jetzt diesmal auch im Fernkampf. Ja, kann man ja auch etwas dafür. Seht ihr? Viel zu stark, viel zu overpowered. Viel zu mächtig. Ist Wahnsinn. Man kann nichts machen. Ist alles einfach viel zu schwer. Na gut. Schon wieder dieses Kacksch. Anders. Ich dachte, das steht, aber vom gleichen Set. Nein, nicht vom gleichen Set. Etwas Neues mal. Ah, genau, vom anderen Set. Ja, klar. Stimmt. Jetzt weiß ich nur nicht, wo man jetzt genau hin muss. Wahrscheinlich eher unten durch hier. Okay. Gut, haben wir die guten Rücksetzpunkte. Aber es heftig schwer, Mann. Ich habe einfach Probleme mit dem Bild noch. Er will nicht so richtig AOE sein, schnell killend sein wie anderes Bild. Dafür ist es dann einfach ein leichterer Bild. Ja, ja, ja. So. Wenn jetzt nicht der Endboss kommt, dann bin ich genervt über die Größe. Ja, was soll ich denn machen? Diese blöde Sprignimmer daneben. Ding. Jetzt auch nicht allzu viel einsetzen, also die Mana-Kugel eigentlich wieder ein bisschen gefüllt lassen. So, jetzt. Weil wenn man zu viel Mana ausgibt, dann bin ich einfach in Schwierigkeiten. Noch mehr Schwierigkeiten. Noch viel mehr. Tja. In open field was more than enough for Eorot. Schön, kannst du reden. Plapper mal ein bisschen. Lieber Endboss.
jetzt muss ich wieder ein paar einsetzen. Gut. So. Okay, dann gehen wir einfach zum Endboss fertig. Ah. Ja. Schön hast du Puzzle gemacht. Dich ein bisschen versteckt, gell? Schön. I take no pleasure in this. Your death shall be quick. Aha. Toll. Jetzt müssen wir sie natürlich noch besiegen. Oh Gott. Werden alle sterben. Jetzt zeig dich doch kurz, ey. Greif sie an, schneller. Toll, jetzt haben wir noch einen Bewegungsgeschwindigkeitskampf. Shut down. You fool. Lagan is unpredictable. Ah, da kam der Beat ist einfach zu mächtig gegen einzelne Gelten. Ja. Gut. So. Aber eben das Wichtigste war auf dieser Bild. Ins Endgame kommt und gut farmen kann. Das kann er ja eigentlich. Aber wenn man immer wieder so extrem starke Gegner hat, macht das halt auch nicht so viel Spaß. Das ist ja ein anderer Beat. Nein, bitte nicht wieder so ein scheiß Ball aus Diablo 3 Kampf, ey. Belial, meine ich. Nicht Ball. Spriggan, du bist zu stark. Ja, macht Schaden und ich kann ihn nicht gut ausweichen. Ja, danke, aber greif doch bitte den Logan an. Okay, jetzt momentan ist nur Gegner besiegen scheinbar, er ist unbesiegbar. Wie soll man das Zeugs eigentlich ausweichen? Jetzt geh mal dorthin. Kann doch nicht sein, dass du nie den... Ja, du kannst ihn halt nicht angreifen. Einfach mal herbleiben. Damit du die Gegner auf einer unteren Seite hast. Das ist langweilig, liebe Entwickler. Mach doch nicht so einen Scheiß. Bitte ein bisschen schneller, wenn man so... Ja, liebe Entwickler, ich bin unzufrieden. Macht weiter. Nicht übertreiben. Bitte. Endlich. Ja, sicher nicht stunnen. Hallo. Ja, sicher. Einen mega mächtigen Angriff. Der Kampf war nichts. Da habe ich enttäuscht. Oh. Ja, der Arme. Ja, weil Ryet hat Herod gekillt. Ja. The Brash Old Bird. Nayesha, okay, die sieht Götti. Wir bekommen keine Belohnung über. Oh, da ist die Belohnung. Oh. Aber nicht so gut. Ich brauche eine bessere Belohnung. Schade. Der eine Endboss da hat keine Belohnung gegeben. Ja, ich muss das gerade wieder denken, welches war.
Einer der schwereren Endboss hatte keine Belohnung gegeben. Ich weiß nicht genau, welchen Boss das war. Kann ich leider jetzt gerade nicht sagen. Ja, schön, dass er mir alles aufploppt, aber ich will nur mit den bestimmten reden. End of current story content. Ah, einen passiven Punkt bekommen wir noch. Das wollte ich. Ah. So, jetzt haben wir 50% nur von diesem, also haben wir jetzt 57 Lensing Blue, wenn ich echt nicht gerechnet habe. 64. Also haben wir nochmals irgendwo von einem Idol noch Glancing Blow. Ja, 7, 7, 64, ja. Okay. Dann ist klar. Jetzt müssen wir noch hier runter. Beta Endpoint. Okay. Of time. Ja, jetzt kommt das mit dem Ding Map. Das wird das Spiel wieder zeigen, wie wir mappen können. Wow. Ja, also 8 Akt hat mich irgendwie nicht so richtig überzeugt. Es ist halt immer noch extremst bitter. Also sie haben den Akt 8 eigentlich noch nicht fertig gemacht. An vielen Sachen hapert es noch, zum Beispiel die Länge, die großen Gebiete, verwirrenden Sachen. Es zeigt halt einfach, dass die Entwickler immer mehr Probleme haben, etwas fertig zu machen, also einen Akt fertig zu machen. Und sie sollen jetzt lieber mal pausieren, mal wieder keinen Akt bringen für ungefähr ein halbes Jahr oder so und dafür einfach mal die alten Akts fertig machen. Das ist das Wichtigste. Jetzt machen wir einfach ein bisschen härtere Gegner, ein bisschen zähere Gegner hier. Und dann schauen wir mal. Dass wir ja, ein paar Items bekommen und so weiter. Ja, vielleicht hätte ich jetzt zuerst mal die Items auswechseln sollen. Eine Kiste tun sollen und so, aber naja. Gut. Machen wir dann im nächsten Part. Wenn wir jetzt die Map fertig haben hier, ja. Genau. So wie ich gesehen habe, hat Boardman 21 ein Bild über Barage rausgebracht, aber ich muss das Video zuerst anschauen. Da hat es nicht so viel Zeit gehabt heute Morgen. Mal schauen, ob so ein Barage-Bild dann möglich ist bei Abel. Das Problem ist immer, bei mir ist nichts variable, weil ich immer die falschen Items finde. Also es ist halt einfach schwer jetzt gerade wirklich gute Builds zu haben. Also diesen Build habe ich jetzt wirklich ja, kaum gute Builds gefunden. Es liegt überall irgendwie etwas im Schuh, was man nicht hat. Man muss halt 1000-mal mehr spielen, als ich kann. Also ich komme kaum mit diesem Content, was die Patches so bringen, weiter zurecht. Deshalb ging es so lange, bis ich Akt 8 durch hatte. Bis erstmal erreicht hatte und so weiter. Ist halt immer ein bisschen problematisch, aber gut. Dafür haben wir ja auch andere Sachen anschauen können. Zeit uns nehmen können, keinen Stress gehabt und so weiter. Gefällt mir schon, also ja. Ich bin halt nicht einer, der unbedingt immer alles fertig haben muss. Sondern es ist ein bisschen gemütlicher, nimmt einfach ein bisschen gemütlicher. Dieser Stress, den manche Leute machen, ich weiß es, ich habe schon erfahren, was Stress ausmacht in den Games. Es ist wirklich so, dass zu viel Stress euch nicht gut tut. Und ich habe schon Probleme, wenn ich nicht so viel Stress haben muss.
weil ich eben eine Krankheit habe, wo mit Stress zu tun hat und mit Adrenalin und so. Und das ist das größte Problem und da kann ich das natürlich nicht so rüberbringen, wie andere Leute es können. Aber gut. Ich leide dadurch nicht, ich bin halt einfach so nicht so gut, nicht so erfolgreich. Und nicht so beliebt. Aber das ist nun mal so. So. Hauptsache, es macht euch Spaß. Ihr müsst ja nicht immer den Erfolg suchen. Ihr müsst eher schauen, dass ihr da irgendwie... Also jetzt haben wir da das Set halber Stunt komplett. Nein, das ist das Mountain Set. Hä, ist das ein neues Set? Okay, scheinbar ein neues Set. So, das ist ein anderes Set. Hat aber mit dem gleichen Typ zu tun. Also, wenn das jetzt auch mal noch ein... Ah nein, das ist das gleiche Set, das heißt einfach... Anders, ah, okay. Aber jetzt, wo ist das dritte Item? Das habe ich irgendwo auf einem Charakter, das muss ich suchen. Das habe ich auf einem Charakter. Das wäre ja blöd, wenn wir das jetzt noch nicht vor das Ding haben. Gut, ja. Hauptsache. Ich kenne die drei Sets schon. Also 1200. Ja, zu viele Idole. Hat uns wieder ein bisschen Geld gekostet. 155, 36. Ja. Beides wieder aufbewahren, weil ich nicht weiß, welches ich wegwerfen soll. Das auch aufbewahren. Und das sind noch 85, das ist schlecht. Ich würde das mal ein bisschen besser sortieren nach Klasse. Die Idole. Und hier muss ich noch schauen wegen diesem Teil. Hä? Das größte Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo der andere Ring ist. Amulett ist hier. Ist eigentlich das linke besser, aber ich tue auch heute alles, beides aufbauen. Und hier mal einfach alle Ringe und so reinlegen. Auch wenn ich das nicht kräften will. Oh. So. Damit wir weitermachen können. Ja. Oh, schöner Stab. Ah, das ist der Woodland-Stab, den habe ich schon mal gesehen. So, was machen wir jetzt? Ja, machen wir das Rechte, weil wir keinen Kritschaden machen. So, das Gebiet, okay. Bisschen andere Farbe, habe ich so das Gefühl. Oh nein, nicht dieselbe Zantin. Ja, ich wusste, dass er wiederbelebt wird. Ja, das kann ein bisschen schwer werden hier. Doofe Gegner. Kopfkratz.
Auf jeden Fall wieder ein bisschen Pause machen. Nach diesem Gebiet ist der Part vorüber, denke ich mal. Wieder ein bisschen Pause machen. Ich brauche wieder Zeit. Ja, das ist jetzt etwas, was ich brauchen könnte. Aber eben das heißt auch, dass wir wieder keinen Blutschaden machen. Also dass er nicht mehr Schaden macht, weil Bluten da ist. Das Spriggan. Oder die Spriggan. Ja gut. Es ist besser, wenn wir noch die Blutrüstung anhaben. Oh, nicht schon wieder diesen Ofen. Der sich ja immer wieder hüpfen kann, vor allem. Ist ein bisschen doof, solche Gegner zu haben. Okay, hier haben wir keine goldene Truhe. Gehen wir raus. Weil in der Kampagne hat sie immer eine goldene Truhe. So, und jetzt nochmal Hast. Oh. Enttäuschend! Enttäuschend! Weißt du was? Wir machen das nächste Mal mal ein bisschen Arena. Weil wir jetzt sowieso das erste Mal gestorben sind, ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ja. Die Challenge nicht zu sterben ist ja fehlgeschlagen wegen ein paar Buggy und overpowered Gegnern. Aber gut, können wir nichts machen. Mache ich das einfach hier hin fertig? 100! Nicht so gut. Okay. Aber 100 ist mal ein Treffen der Roll. Hä? 100, einfach 100. So. Dann, jetzt haben wir langsam viele Timelines, das müssen wir gut auswählen. Ja. Ist ja klar, ich bin ja der Tank, also das nehmen. Okay, Spriggan kann natürlich auch gut tanken. Aber das ist besser als einfach dort 100% mehr Leben zu geben dem Gegner. Das ist nicht so gut. So gut, die Essenzen bringen auf dem Stab jetzt auch nicht so etwas. Ist nice to have, aber. Ne, ein bisschen Crit auf dem Stab ist nicht so gut. Also, es muss viel mehr Crit sein und Crit Multiplier vor allem. Wo gehst du jetzt wieder hin? Oh Gott, das ist wieder der Overpower der Gegner. Endlich mal wieder Cooldown! Das brauche ich doch so dringend. Für viele Builds, aber für den Build jetzt nicht so. Nein, Mann, ich will nicht mehr anlaufen. Ich konnte nicht mehr stoppen. Ah, nur einen! Per Equipped Elemental Protection, per Equipped Item haben wir noch nicht, nehmen wir mit. Ich habe den Start, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Ja, wir brauchen nicht Elemental, aber für andere Charaktere könnte es vielleicht nicht schlecht sein. Kenne ich nicht, nehme ich mit.
Poison Damage ist jetzt eigentlich so nötig. Wenigstens nicht nur einen, nehmen wir auch mit. So, und ja, dann machen wir ja noch ein bisschen weiter. Das ist viel besser. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Das ist klar. Nicht so nötig jetzt hier, also so schnell kommen wir jetzt nicht so vorwärts hier. Aber ich möchte die Parts natürlich immer auf 30 Minuten lassen, so gut es geht. So, dann gehen wir hier am besten unten durch. Manche Maps gehen ja sehr schnell, also vielleicht schaffen wir das noch. Komm, lauf doch, Gott. Eieiei. Muss man immer die ganze Zeit diesen Kack-A-Knopf drücken, den man so schlecht erreicht. Liebe Entwickler, ändert doch mal ein paar Sachen. Er braucht einfach noch zu viel Mana, denn der Toten. Und sonst, ja, wichtig ist das jetzt auch nicht. So, okay, das war ein schnelles Gebiet. Ja. Immer diese Scheißdrops. So, machen wir doch ein bisschen kürzer den Part. Tut mir leid, aber das ist mir auch ein bisschen zu heftig gewesen, wie das Spiel ja nicht so angepasst ist, wie man es gerne hätte. Nachdem man sehr aufpassen muss, dass man nicht stirbt, weil man so Overpower der Gegner hat und so. Ist es auch besser, dass wir kurz eine Pause machen. Für euch ist es eher nicht so die Pausen, aber für mich sind die Aufnahmepausen halt immer sehr lange. Weil YouTube hat auch immer sehr lange gebraucht, um endlich mal alles verarbeitet zu haben. Die Verarbeitung geht halt immer viel länger als das Hochladen. Weil YouTube hat viel langsameres Internet hat als ich. Und deshalb, ja, kann ich halt auch nicht immer so viele ja, Parts aufnehmen am Stück und immer so schnell wieder Parts aufnehmen. Ist klar, da gibt es immer wieder große Pausen, dann bin ich nicht so gut drin, aber da ist YouTube schuld. Also YouTube ist so langsam, nicht ich beim Hochladen bin ich so langsam. Und deshalb, ja, mache ich jetzt lieber nicht noch einen längeren Part, außer vielleicht noch ein bisschen reden. Ja, es ist 12 Uhr, ich habe Hunger. Okay. Ja, dann Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.